Jo, Freunde der Liebe, Twitter ist eine Plattform, in der man respektvoll miteinander umgeht, wo nur intelligente Sachen gepostet werden und wo Hate keine Chance hat. Jede Diskussion wird dort mit sinnvollen Argumenten gefüllt. Und wie ihr wisst, bin ich ja derzeit nicht so ganz der Beliebteste und deswegen habe ich einfach mal in der Twitter-Suchleiste den Namen KuchenTV eingegeben und so geschaut, was die Leute denn da so über mich posten. Dieses Mal geht es auch nicht um eine konkrete Sache, die ich hier ansprechen werde, sondern einfach allgemein, was die Leute so gegen mich tweeten. Denn ich bin tatsächlich schon seit 1,5 Monaten ohne Skandal, meine Freunde. Ja, danke, 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 danke. Mein Ziel sind mindestens mal 3. Eine Person hat gepostet, ich kann das alles nicht mehr, und kritisiert dabei einige Stories, die ich an diesem Tag auf Instagram gepostet habe. Und zwar habe ich mit meinen Followern, ich habe noch nie Ü18-Version gespielt. Man stellt halt Fragen zum Thema Geschlechtsverkehr und dann kann man halt ankreuzen, ob man das Ganze schon gemacht hat oder nicht. Also Real Talk, jeder, der irgendwie schon mal irgendwo getrunken hat, hat doch ich habe noch nie gespielt, oder? Unter anderem habe ich gefragt, ob man schon mal das Poloch seines Partners geleckt hat, ob man eine Plug benutzt hat oder ob man schon mal den Finger bei der Freundin hinten reingesteckt hat. Insgesamt waren das halt irgendwie so 15 Fragen oder so, die ich gestellt habe. Alleine hier checke ich halt schon nicht so ganz, was die Kritik sein soll. Ich meine, okay, ich gehe halt offen mit dem Thema Sex um. Ist das jetzt irgendwas Verwerfliches oder Schlimmes? Ich persönlich finde es halt eher schwierig, sowas zu tabuisieren, denn ich meine jetzt mal ernsthaft, Sex macht Spaß, jeder möchte Sex haben und viele haben auch einfach Sex. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, worüber man auf gar keinen Fall sprechen sollte. Die Sachen, die ich gefragt habe, sind, würde ich sagen, auch größtenteils ziemlich Standard gewesen. Ich habe jetzt nicht irgendwelche kranken, mega heftigen Fetische oder sowas da gepostet, was ja auch komplett in Ordnung gewesen wäre, sondern halt einfach so eher allgemeine Sachen, wie ob man schon mal Sexspielzeug benutzt hat. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht verwerflich, sowas zu fragen oder darüber zu sprechen. Brotwurst, so eine gescheiterte Existenz, die auch super oft gegen mich tweetet, hat dann auch darunter kommentiert, der soll mal wichsen, der hat ja unnormal Samenstau. Okay, also hat jeder, der offen über sowas redet, Samenstau oder was? Ich folge zum Beispiel Nathalie BW auf Instagram und die hat auch schon super viele Stories zum Thema Sex hochgeladen, wo sie super intime Fragen beantwortet oder halt auch sowas ähnliches macht wie ich hab noch nie. Ich habe jetzt leider keine Story gespeichert oder so davon, aber auf eine habe ich ihr zumindest mal geantwortet. Also das ist jetzt mein unumstößlicher Beweis, dass das wirklich passiert ist. Also Brotwurst, was ist denn mit der? Ist die einfach nur untervögelt oder hat die auch Samenstau? Ich meine, wie kann es sie sich denn erlauben, einfach offen über Sex zu reden? Das geht nur, wenn man untervögelt ist oder Samenstau hat. Tut mir leid, dass ich mehr erlebe, als es mir mit der Hand zu machen und ich offen damit umgehe. Ich finde, das Thema sollte man halt normalisieren und ich finde, dass es auch ein normaler Umgang damit ist, darüber zu sprechen. By the way, finde ich eine Sache wirklich lustig. Und zwar habe ich auch gefragt, ob man schon mal den Partner beim Sex gewürgt hat und über die Hälfte hat einfach Ja gesagt. Das war die einzige Story, wo über 50% Ja geklickt haben. Er hatte einfach doch recht. Wahrscheinlich steht die noch drauf. Die haben ja heutzutage alle einen Knall, die Mädels, ne? Geil ist auch dieser Typ hier. Okay, seit wann ist KuchenTV die Kontrollinstanz für Dokumentation von den Öffentlichen? So viele Fragen. Ich komme nicht darauf. Warum hört dieser Volksverhetzer einfach nicht auf? Also erstmal, ich bin nicht irgendeine Kontrollinstanz, sondern ich sage hier einfach meine Meinung in Videos, was halt jeder machen kann. Und ja, natürlich sollte ich aufgrund meiner Anzeigen wegen Volksverhetzung von vor 6 und vor 4 Jahren nie wieder meine Meinung im Internet sagen dürfen. Eine Person hat dann auch genau das kommentiert, also darf er seine Meinung da nicht äußern, okay? Und seine Antwort darauf ist, er darf, aber er sollte es als verurteilter Volksverhetzer nicht tun. In der Vergangenheit habe ich immer wieder Anfragen dazu erhalten, wie man mit Selbstmordgedanken umgehen kann. In diesem Video geht es deswegen darum, was du tun kannst, wenn du Selbstmordgedanken hast. Er denkt wirklich, dass ich aufgrund meiner Verurteilung wegen Volksverhetzung, wegen eines Witzes, eines klaren Witzes mit einer Pointe, vor 6 Jahren, wo ich nicht mal gegen vorgegangen bin, sondern das einfach dummerweise akzeptiert habe, ich jetzt nie wieder meine Meinung öffentlich im Internet posten darf. Digga, das... Genauso lustig ist auch die Antwort von einem Twitter-Nutzer unter einem ZDF-Beitrag, wo es darum geht, dass die Rechten irgendwie die Angst vor Migranten schüren. Rechte Wähler sind wie KuchenTV, meckern herum, würden ihre Freundin schlagen, würden alles kaputt machen, würden nur eine Meinung haben, würden behinderte Menschen sowie Andersdenkende ins KZ deportieren wie Hitler. Naja, ob ich jetzt meckern würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, selbst wenn das jetzt irgendwie als Witz gemeint ist, ist es halt einfach nicht witzig, es ist einfach respektlos und es ist halt absolut Rufmord, davon mal ganz abgesehen. Also erstmal, rechte Wähler sind nicht automatisch Nazis. Es gibt auch Leute, die rechts sind, aber trotzdem nichts gegen Ausländer haben. Das ist halt schon mal das Erste. Und wie kommt dieser Typ bitte darauf, dass sich Andersdenkende oder Leute, die eine Behinderung haben, ins KZ stecken würde?
Digga, das ist halt, wie kann man denn sowas von sich geben und so denken, ja, mal doch, das ist genau so. KuchenTV, ich bin Feminist, auch KuchenTV. Ja, okay, also da habe ich halt dieses Bild hier gepostet und ja, aufgrund dessen kann ich jetzt halt leider kein Feminist mehr sein. Feminist zu sein bedeutet ganz runtergebrochen einfach nur für die Gleichberechtigung der Frauen zu sein. Das geht natürlich nicht, wenn ich so ein Bild geteilt habe. Macht Sinn, oder? Er hat dann noch mit einer anderen Person darüber diskutiert und dann hat er noch Folgendes gepostet. Es geht um Tennis. Da hätte man auch ein Bild mit Männern posten können. Oder ein Bild mit Frauen, die gerade gegeneinander spielen. Naja, die spielen doch. Halt nur aneinander und nicht gegeneinander, aber ist doch fast das Gleiche, oder nicht? Vor allem, ich bin jetzt einfach mal wirklich so nett und erkläre dir den Joke, damit du vielleicht selber checkst, wie dumm du eigentlich bist. In diesem Bild sind ganz klar die Frauen im Vordergrund. Es geht nicht um den Sport wie Tennis oder sonst irgendwas, sondern es geht natürlich darum, dass die einfach gut aussehen und ihren Po in die Kamera halten, den ich hier allerdings zensieren musste. Der Witz liegt jetzt darin, dass ich den Fokus von dem Offensichtlichen weglenke und sage, oh ja, ich liebe Tennis auch, weil die halt auf dem Tennisplatz sind und sie einen Tennisschläger in der Hand hat. Ja, weiß ich nicht, das ist halt schon alles. Ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen tatsächlich. Und das Ganze ist doch auch überhaupt nicht sexistisch. Oder ist es jetzt immer sexistisch, wenn Frauen sich irgendwie knapp bekleidet im Internet zeigen, auch wenn das für die okay ist? Ah, das ist dann wohl diese Gleichberechtigung, wenn du Frauen erklären möchtest, was sie von sich posten dürfen und was nicht, oder? Am geilsten regen sich die Leute aber über folgenden Post auf. Ich bin Feminist. Dazu zeigen sie dann halt zwei Bilder von meinem Instagram-Post. 5 Anmachsprüche, mit der ihr jede Frau klären könnt. Ein Punkt davon ist, hey, kannst du mir verraten, ob dieses Taschentuch nach Chloroform riecht? Aufgrund dessen, dass ich einen komplett verbreiteten Joke, der schon 100.000 Mal gebracht worden ist, jetzt auch gebracht habe, kann ich natürlich einfach nicht mehr für die Gleichberechtigung von Mann und Frau sein. Denn Leute, die wirklich Feministen sind, haben einfach keinen Humor. Vor allem ist der Post halt auch offensichtlich nicht ernst gemeint. Ich meine, im ersten Slide zeige ich mich einfach in einer Windel und frage quasi die Frauen, ob sie mich wickeln können. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram. Hier verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum die sich über das Bild nicht aufgeregt haben. Ich meine, ich habe da einfach gepostet, dass Frauen biologisch dazu gemacht sind, sich um den Nachwuchs zu kümmern und habe FrauInnen auch noch gegendert. Das ist anscheinend wieder komplett in Ordnung für diese Leute. Geil sind aber natürlich auch die Kommentare darunter. Ich mochte KuchenTV eigentlich und konnte bei vielen Sachen, für die er gehatet wurde, seine Sicht verstehen. Aber mittlerweile geht es einfach zu weit. Er lernt auch einfach nicht und macht es gefühlt jede Woche schlimmer. Aber was ist daran schlimm? Ist doch offensichtlich. Der Preis für die beste Argumentation 2022 geht an Johanna, meine Freunde. Ich meine, offensichtlich ist es ja nicht so offensichtlich, sonst würde der Typ doch nicht nachfragen, oder? Ey, eine hat auch noch darunter kommentiert, alles nur Satire. Nein, nein, Bro, du hast schon recht. Der Post ist definitiv von mir ernst gemeint. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass man Frauen mit so komplizierten Matheformeln auf jeden Fall klären kann. Das musst du dir mal überlegen. Der denkt halt wirklich, dass der Post ernst gemeint ist. Ey, Digga, ich habe in Comic Sans und in der Fortnite-Font geschrieben. Mann. Eine Person hat dann auch darunter geschrieben, dass ich die Chemikalie ja extra falsch geschrieben habe. Was halt nicht stimmt. Ich war einfach schon ein bisschen angetrunken, um ehrlich zu sein. Und die Antwort darauf ist, hallo KuchenTV-Zuschauer. Ah, okay. Also, weil jemand gepostet hat, dass ich absichtlich ein Wort falsch geschrieben habe, ist diese Person automatisch auch ein KuchenTV-Zuschauer. Jeder, der mich nicht komplett hatet und fertig macht, ist ein KuchenTV-Zuschauer. Einige Leute, die mich haten, heißen übrigens Vaterlandsverräter und feiern es so, Dinge zu reposten wie Fuck Deutschland. Nur mal so, dass ihr das mal einschätzen könnt, was für Leute dagegen mich sind. Aber jetzt kümmern wir uns mal um Mascha, denn die hat endlich mal die Frage beantwortet, warum ich denn so ein Clown bin. Naja gut, welche Gründe hatten das Ganze? Seine Kriegsvideos, Gendern, Transvideos, Literary, jedes andere Video über sozialwissenschaftliche Themen. Meine Kriegsvideos. Digga, welche Kriegsvideos denn bitte? Meinst du mein Video über die Ukraine, wo ich Russland kritisiert habe, dass sie einen illegalen Angriffskrieg führen? Das ist wirklich schon sehr clownhaft, muss ich sagen. Dann gendern. Okay, also ist für dich jeder ein Clown, der nicht zu 100% für das Gendern ist, oder was? Guter Punkt, Digga, kann ich so unterschreiben. Auch Transvideos verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Denn immer, wenn ich irgendwo über das Thema spreche, rede ich positiv über Transpersonen und sage, dass das komplett normal ist, dass man die Leute unterstützen sollte und alles, was halt noch so dazu gehört und bei der Gesellschaft gut ankommt. Also bin ich jetzt ein Clown, weil ich für die Ukraine bin und weil ich Transpersonen unterstütze. Du hast recht, das ist wirklich ein sehr clownhaftes Verhalten, aber dann weiß ich ja, wie deine Meinung ist. Twitter ist zum Teil sowieso der Bodensatz der Gesellschaft. Das sieht man halt durch solche Leute, die da frei ihre Meinung posten dürfen. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ich finde es halt einfach lustig, weil ich daraus Content ziehen kann, aber ich finde es doch wirklich sehr, sehr gruselig, dass das halt wirklich deren Meinung ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.